Herr Janning, wer brauchbare Leads generieren möchte, der braucht Informationen von seinen potenziellen Kunden. Ja gut, also das ist das Thema Generierung. Wie bekomme ich überhaupt Kontakt zu relevanten Leads? Wir benutzen da eine Methode, die wir Inbound-Marketing nennen. Eine Methodik, die darauf aus ist, aus dem Marketing heraus relevanten Content zu schaffen, also Informationen zu schaffen, die man im Internet an unterschiedlichsten Stellen quasi auslegt. Also ich kann diese Informationen verteilen über Social-Media-Kanäle wie Xing, wie Facebook. Ich kann Landingpages bauen, die über Suchmaschinen gefunden werden und kann damit eine wichtige Informationsbasis schaffen für meine potenziellen Kunden. Indem die Kunden dann darauf aufmerksam werden, indem sie eben in Social-Media-Kanälen aktiv sind, indem sie die Landingpages finden, werden sie auf meine Webseite gelockt und Form eines Formularausfüllens dann im Prinzip in meine Datenbank überführt. Diese Methode, Inbound-Marketing, wie gesagt, basiert also sehr stark darauf, dass ich mein Expertenwissen viel und stark im Internet verteile, um damit dann auch eben relevante Leads auf meine Webseite zu bekommen. Und wie erkenne ich dann, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um die Kundenansprache zu starten? Guter Punkt. Wir nennen das Ganze Lead Scoring oder Lead Bewertung. Das heißt, ich bewerte natürlich die Häufigkeit und die Relevanz eines Leads für mein Unternehmen. Ich kann also beispielsweise sehen, wie viele E-Mails habe ich ihm schon geschickt, wie häufig war er schon auf der Webseite und hat Downloads gemacht. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch durch intelligente Fragen, die ich in meine Formulare einbaue, sehen, welche Position er im Unternehmen hat, wie groß das Unternehmen ist, das er vertritt. Also, wie wir das nennen, das explizite Verhalten, also seine harten Facts, die ich von ihm weiß, und das implizite Verhalten, nämlich wie er sich auf der Webseite bewegt, ergibt letzten Endes eine Bewertung, die man in Form von Zahlen oder in Form von Kombinationen A1, B4, C3, D2 Leads entsprechend hinterlegen kann. Das wiederum ist dann eine gute Basis, um meinem Vertrieb auch schnell eine Information zu geben, welchen Kenntnisstand ein Lead schon hat und welchen Reifegrad er auch erreicht hat.